Wow. Wir sind so weit oben. Ist das da hinten meine Insel? Genieße diese Aussicht, Arthur. Sind wir endlich hoch genug? Die Wolken sind anscheinend immer noch über uns. Schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir etwas noch Größeres. Du kannst die ganze Welt von hier oben sehen. Sie sieht fast aus wie eine Karte. Was machst du denn? Wie aufregend. Du hältst so große Teile der Karte. Fügst du alles zusammen? Verbinde jedes Teil der Karte. Okay. Machen wir doch mal. Also ich versuche es jetzt mal einfach. Schade, dass man nicht mehrere nehmen kann. Ah ja. Da war ja was. Nee, Quatsch. Müssen wir mal gucken, ob ich das hinbekomme. Zuerst mal das hier verbinden. Gucken wir doch mal. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Möglichkeiten es so gibt. Ich glaube jetzt nicht, dass es so kompliziert ist. Guck mal, dann machen wir nochmal den noch hier hin. Den hier hin. Und dann können wir. So, Karte vervollständigen. Das war tatsächlich meine Insel ganz da hinten. Wow. Ja, da ruft man so alles. Ja, das sieht aber doof aus. Komm. Ich mach jetzt mal. Ich mag das nicht, wenn es so doof aussieht hier. Ja, das ist okay. Oh, das ist doch das Grasland, zu dem wir als erstes gesegelt sind. Fühlt sich an, als wäre das ewig her. Okay. Da muss ich. Da habe ich viel rumgemacht. Mit den Stücken. Das hat ja ewig gedauert. Guck mal, da machen wir doch. Du musst doch einfach mal hier anschließen. So haben wir es gleich. Ja, das muss ja nur irgendwie anliegen. Finde ich ein bisschen lustig, dass es so einen Donut gibt. Jetzt geht ja gar nicht. Ah, guck mal, dich habe ich vergessen. Jetzt aber. Das ist der Wald um uns herum. Spürst du dieses Rumpeln? Das ist ja schon zusammen. Das Haus der Geschichten. Hallo, Herr Geschichtenhüter.
Ist das die Wüste, zu der du gereist bist? Sie ist riesig. Okay. Ist ein bisschen komplizierter hier. Warte, mach ich das doch anders. So. So müsste das funktionieren. Der Vulkan, aber das Rumpeln wird immer stärker. Seht er etwa auch, steht er etwa vor einem erneuten Ausbruch? Das ist jetzt gar nicht mal so easy. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Ah, guck mal, das geht. Ja, ich mach das jetzt nicht, dass es wirklich logisch zusammenhängt. Ich vermisse die Eisberg-Wauzis. Aber Kato, dieses Rumpeln klingt jetzt echt ernsthaft. So, haben wir jetzt alles geschafft? Oh, was passiert? Halt dich fest! Jetzt sind wir aber über den Wolken. Oma, wo bist du? Ah, ich kann mich bewegen. Du hast es geschafft, Kato. Wir sind über den Wolken. Kannst du deine Oma sehen? Oma! Da kommt sie! Wir haben es endlich geschafft. Oma! Kato! Mein Schatz! Ich wusste doch, dass wir uns finden würden, liebes Mädchen. Es war nur eine Frage der Zeit. Oder soll ich sagen, der Kartografin? Du hast so viel Einfallsreichtum bewiesen, um mich darauf zu spüren. Und du hast alle Teile unserer Karte gefunden. Eine richtige Meisterkartografin, ganz wie deine Oma. Und wer ist deine Begleiterin? Guten Tag, Frau Großmutter, ich bin Shannon. Ich würde gerne sagen, dass ich schon so viel über sie gehört habe, aber Kato ist ja eher der stille Typ. Sie ist die Beste. Sie hat mir so viel beigebracht. Und wir haben so viele coole Orte besucht. Und ich möchte alles erfahren, Kind. Aber da wir jetzt alle wieder zusammen sind, könnten wir einige dieser Orte doch zeigen. Lasst uns mit dem Luftschiff fliegen und die Karte verwenden, die ihr Mädchen zusammengesetzt habt. Ihr könnt mich zu euren Lieblingsorten führen und einigen eurer Freunden vorstellen. Gerne? Danke, ich bin liebend gerne dabei. Kato, gib den Kurs vor. Oh, haben wir es doch geschafft. Haben wir Oma wieder gefunden. Da fliegen sie. Und entdecken die Welt. Oh, gehen alle besuchen. Ich sehe schon, warum ihr wolltet, dass ich ihm begegne. Was für ein Prachtexemplar. Danke für die netten Worte, gnädige Frau. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ich habe doch mit dem Bär geredet. Du Schlinge. Das ergibt irgendwie mehr Sinn. Aber es ist es auch schön, dir wieder zu begegnen, Rano. Sie ist so verwirrt. Ich bin nur froh, dass wir beide wieder mit unserem geliebten Mädchen vereint sind. Du sagst es, Schwester. Und was für ein kleines Stück Paradies das ist. Meine alten Knochen
danken dir. Ohne diese furchtlose junge Dame hätten wir niemals die Oase gefunden. Ich bin mächtig stolz auf sie. Und apropos mächtig, diese Kamele verströmen einen beachtlichen Gestank. Es bedarf einiger Spülung. Jetzt hört alle gut zu, denn wir haben heute einen besonderen Gast. Sie hat die ganze Welt bereist und unzählige erstaunliche Dinge gesehen. Hast du Pflanzen gesehen? Aber natürlich. Und seltene Tiere, exotisches Essen, fantastische Landschaften. Welche Pflanzen denn? Oh, so viele verschiedene Sorten. Raschelranken, Knusperkakteen, sogar eine unsichtbare Orchidee. Die kennen wir ja alle schon. Puh, dieses Publikum ist nicht leicht zu beeindrucken. Das ist das scharfe Labergewürz, das mich umhält. Heißer köstlich. Ich bin entzückt, dass es Ihnen so schmeckt. Großmadame, es ist ein altes Palmer-Familienrezept. Ich glaube, ich habe hier meine Zunge verbrannt. Das ist eine Besonderheit unseres auf eigene Gefahr-Menüs. Für die Köchin kann es kein schöneres Kochsortiment geben. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt eine Mündigkeitszeremonie für 4 Fischarten abgehalten? Also eigentlich war es mehr eine Art von Wettfischen. Und mehr Jungfrauen waren auch dabei. Das klingt ja nach einem spannenden Wettbewerb. In der Tat, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich gewonnen habe. Bist du 15? Dein kleines Männchen ist ein ganz besonderes Talent. Jahrelang hatte ich nach dem 7. Eisberg gesucht. Doch sie hat ihn an einem Nachmittag gefunden. Ja, das haben wir Kartografinnen so an uns. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum Großmutterstamm. Behalte diese Welpen gut im Auge, Mädchen. Sie sind ganz schön gewieft. Ah, das Haus der Geschichten. Es ist keinen Tag gealtert. Im Gegensatz zu mir. Sind Sie nicht die atemberaubende Aeronautin, die legendäre Luftschiffpilotin? Wow, ich bin Ihr größter Fan. Ich habe jede Ausgabe Ihrer aufregenden Abenteuer gelesen. Psst, nicht so laut. Diese Zeiten sind für mich längst vorbei. Jetzt bin ich nur noch die optimale Oma. Obwohl ich vielleicht ab und zu noch ein aufregendes Abenteuer einstreuen könnte. Ui, unterschreiben Sie meine Erstausgabe? Nachdem die kleine Kartografin und ihre Oma endlich wieder vereint waren, umarmten sie sich innig. Um sie herum wehte ein frischer Wind durch die raschelnden Blätter der Baummutter.
Sie war so glücklich, wieder mit ihren liebsten Menschen auf der ganzen Welt zusammen zu sein. Sie hatte auch ihre Abenteuerlust entdeckt und eine neue beste Freundin gewonnen. Danke für die Einladung. Das klingt echt verlockend. Aber ich höre schon, wie der Ozean meinen Namen ruft. Es gibt für mich noch einiges zu entdecken, bevor ich mich auf meine neue Heimat festlege. Danke, dass Sie Ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Oma, es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits, Kind. Wie schön, dass du und Kato einander gefunden habt. Viel Glück bei deinen Reisen. Ich werde dich so vermissen, Kato. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Beste Freunde sind nie lange voneinander getrennt. Kato und Tianan. Oh, richtig cute. Ja, das war's. Ja, war doch mal eine schöne Sache. Einfaches kleines Rätselspiel. In, keine Ahnung, 5 Stunden oder sowas. Laut Anzeige. Das war doch jetzt mal nett. Und für den Rest lasse ich es einfach mal durchlaufen, die Credits. Liebe Shianan, es ist toll, wieder bei Oma zu sein, aber ich vermisse dich sehr. Es ist wunderschön am Himmel. Nur eine Woche ist vergangen, aber wir haben so viele erstaunliche Dinge gesehen und sogar einen weiteren Sturm überstanden. Wir sind jetzt auf alles vorbereitet. Danke, dass du mir so eine gute Freundin bist. Ich hoffe, dass du findest, wo immer du hingehörst. Ich bin mir sicher, dass ich dich dort sehen werde. Oh, und du wirst es nicht glauben, wer im Luftschiff versteckt war. Einer der Eisbergwelpen hatte sich an Bord geschmuggelt. Nur gut, dass er Fischeintopf mag. Jedenfalls vermissen wir dich alle. Schreib mir zurück, wenn du kannst. Alles Liebe, Kato. Ach, Kato, ich vermisse dich auch. Oh, da ist auch noch einer. Oh. Hä? Ach, wo kommst du denn her, gutes Mädchen?
und Ende. Ja, das war auch schön. Wenn es gefallen hat, morgen gibt's ein neues Let's Play. Gerne abonnieren und wieder reinschauen. Tschüss.